Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Philipp Hopf, heute aus der wunderschönen Schweiz. Ich bin vorhin in Laax gelandet. Weit und breit keine Masken zu sehen und trotzdem Überlebende. Wir wollen heute über den Bitcoin sprechen. Ich hoffe, Sie können mich hören. Hier geht immer wieder ein recht starker Wind. Heute reden wir über Bitcoin, Ethereum. Ich führe Sie als erstes durch alle Indikatoren durch. Danach gehen wir direkt rüber auf das Live-Charting und auf die Elliott-Wellen-Analyse, Bitcoin und dann Ethereum. Wir schauen uns das Ganze mittelfristig und dann auch langfristig an. Wie ist unsere aktuelle Erwartung? Sie lassen dem Ganzen bitte einen Like da, wenn Ihnen das Ganze gefällt und einen Mehrwert gibt und gerne auch einen Kommentar, wenn Sie sich am Gespräch beteiligen wollen. Also, starten wir mal los. Am besten, wir schauen uns als erstes mal die Grundindikatoren an. Fear and Greed. An sich misst der Fear and Greed Index die zwei Grundemotionen am Finanzmarkt, nicht nur am Kryptomarkt. Das gilt für alle Märkte. Die zwei Emotionen sind Gier und Angst. Es ist hier so, dass wir in den letzten Tagen, nachdem wir an die 45 wieder rangelaufen sind, 45.000, 46.000 ist auch der große Bereich, den wir ja seit Monaten benennen und sagen, es gibt hier an sich nur zwei Szenarien. Entweder wir brechen direkt wieder runter, wenn die 45.000 nicht nach oben durchstoßen werden können, oder Version Nummer 2, wir brechen nach oben und dann hätten wir nochmal Platz bis circa 55.000 bis 58.000, um danach wieder nach unten zu brechen. In beiden Szenarien legen wir uns hier ganz klar fest, das ist auch seit Monaten bekannt, wir gehen im Bitcoin, im Ethereum von weiter fallenden Kursen aus. Also wir schauen auf den Fear and Greed Index, wir sind hier wieder in den roten Bereich reingefallen, bedeutet wir sind unter einem Level von 25. Wir stehen aktuell bei einem Level von 22 von 100. Das heißt, es ist eine sehr, sehr starke Angst. Der rote Bereich wird hier auch als Extreme Fear, also extreme Angst bezeichnet. Ich denke, das ist bezeichnend für das gesamte Marktumfeld, nicht nur hier im Kryptobereich. Leute sind verängstigt. Je mehr sie in die Zeitung reinschauen, desto verängstigter sind sie. Deswegen würde ich Ihnen auch da eine aktuelle Medienkur, dazu würde ich anraten, einfach mal die Zeitung wegzulegen, sich nicht so viel Müll reinzuziehen und mehr auf die Kurse zu schauen und zu schauen, was hier wirklich gerade Realität ist. Schauen wir uns mal als nächstes mal die Funding Rates an. Wir können hier sehen, nachdem wir in den letzten Tagen wieder in den Negativbereich gefallen sind, und zwar in den extremen Negativbereich. Das ist hier auf der rechten Seite, was ich Ihnen hier in der blauen Box eingezeichnet habe. Das ist, wenn die Funding Rates stark ins Negative gehen. Wir hatten hier auch einen kurzen Extrembereich, einen Spike runter, bedeutet, die Anleger setzen vermehrt auf Short-Positionen. Sie gingen beim letzten Abverkauf davon aus, dass wir hier deutlich schneller, tiefer runtergehen. Was dann passieren kann, wenn der Markt drehen sollte, ist, dass es eben einen Squeeze gibt. Das ist auch unserer Meinung nach der Grund, warum wir jetzt hier rabiat in einem ersten Schlag im Bitcoin und dann auch im Ethereum wieder hochgekommen sind. Warum? Weil hier in diesem Bereich die Funding Rates eben nochmal stark auf Short gegangen sind. Wir sind dann aber, haben im Markt gedreht, sind hochgekommen. Somit mussten die Trader ihre Shorts covern. Da gab es viele Margin Calls, das konnten wir auch hier im Volumen sehen, dass viele Margin Calls ausgelöst wurden, bedeutet, die Leute sind aus ihren Positionen rausgeflogen. Dadurch ist der Markt mit etwas mehr Impulsivität hochgekommen. Also aktuell könnte man sagen, das ist ein kurzfristig bullisches Signal. Ich werde aber vorsichtig, denn Sie sehen das ja, wir hatten das letzte Mal hier auch, kamen wieder hoch in den positiven Bereich und sind dann eben wie jetzt wieder runtergedreht in den stark negativen Bereich der Funding Rates. Schauen wir uns hier noch zwei weitere Indikatoren an. Einmal One-Year Hodl Wave. Was ist das für ein Chart? Ich führe Sie da mal kurz durch. Grundsätzlich die blaue Linie bezeichnet den aktuellen Bitcoin-Kurs. One-Year Hodl Wave zeigt an auf der Blockchain, wie viele Bitcoins seit einem Jahr nicht mehr auf der Blockchain bewegt wurden. Also nicht nur auf einem Wallet per se, sondern auf der Blockchain. Wenn die also ein Jahr oder länger sitzen bleiben, sprich langfristige Investoren halten ihre Positionen, dann geht die orangene Linie nach oben, und sollten diese bewegt werden in der Mehrzahl, geht die orangene Linie wieder nach unten. Wir sind jetzt aktuell an einem Level von 62%. Bedeutet und zeigt für mich, dass Investoren zu aktuellen Preisen in der Mehrheit nicht bereit sind, ihre Positionen zu verkaufen. Sprich, wenn Sie so wollen, ist das ein bullisches Signal. Wir haben gerade nicht die Situation, dass Anleger vermehrt darauf drängen, in den Markt reinzugehen. Es gibt unterschiedliche Theorien darüber. Eine geistert aktuell durch die Medienlandschaft. Das ist die, dass sehr viele reiche Russen jetzt ganz stark in den Kryptobereich reingehen und da versuchen, die Sanktionen zu umgehen.
Ja, da wäre ich vorsichtig mit solchen Geschichten. Das kann natürlich sein, aber das wird aktuell gerade medial natürlich genutzt, um wieder mehr Restriktionen von staatlicher Seite auf den Kryptomarkt zu legen. Und das ist mehr oder weniger meiner Meinung nach ein Propagandainstrument. Das könnte ein Faktor sein, der dazu beiträgt. Wir hatten das aber vor der Ukraine-Krise oder vor dem heißen Krieg schon gesehen, dass die Linie hier, wenn Sie sich das mal anschauen, in den letzten Monaten schon in Ende 2021 stark nach oben gegangen ist. Sprich, die Anzahl an Bitcoins, die nicht auf der Blockchain bewegt wurde, hatte sich bereits Ende 2021 nach oben bewegt. Wenn wir uns jetzt hier noch direkt einen On-Chain-Indikator anschauen, ein Advanced NFT-Signal zeigt im Endeffekt die reine Aktivität auf der Blockchain. Also nicht nur Käufe und Verkäufe, sondern grundsätzliche Aktivitäten. Wir hatten hier gesehen, dass in den letzten Wochen, gerade Anfang 2022, Januar in den Februar reingehend, die Aktivität hier unter die grüne Linie gelaufen ist. Das heißt, wir hatten sehr schwache Aktivität gehabt. Wir hatten eben nicht viele neue Käufer. Wir hatten einen Abverkauf des Marktes. Wir hatten mehr Verkäufer. Wir hatten aber gleichzeitig nicht neue Käufer, wie es auch immer, um das fairerweise ja auch zu sagen, von den Moonboys propagiert wird, dass bei fallenden Preisen würden quasi die Käufer in der Schlange stehen und die Schlange wäre 10 Kilometer lang und die warten nur darauf, zu günstigeren Preisen wieder nachzukaufen. Nun, wir hatten günstigere Preise und aktuell konnten wir nicht sehen, dass hier starke Käufe getätigt wurden. Jetzt gehen wir mal weiter hier und schauen uns mal direkt Live-Charts an. Als erstes möchte ich Sie da reinführen in den Golden Ratio Multiplier. Golden Ratio Multiplier, habe ich Ihnen ja schon gesagt, das ist ein Fibonacci-Indikator, der ähnlich in eine ähnliche Richtung geht wie die Berechnungen, die wir auf Basis der Elliott-Wellen-Methodik auch anwenden. Was haben wir hier gesehen, wenn man da reinzoomen oder grundsätzlich mal, um die Sache zu erklären? Wir sind der Meinung, dass der Bitcoin extrem zyklisch läuft und dass jedes Top, wenn Sie sich das anschauen, zyklisch von der Volatilität nach oben hin immer weiter abnimmt. Das heißt, wenn wir uns einen jungen Wert anschauen, Sie können sich auch junge Aktien anschauen, ein super Beispiel dafür ist zum Beispiel die Apple-Aktie Ende der 90er Jahre, wenn Sie da gesehen haben, was für massive Rallyes die auf der einen Seite nach oben hatte, aber auch drastische Korrekturen. Also wir hatten bei Apple schon 4-mal Korrekturen von über 70%. Da war das damals noch ein junger Wert. Je mehr Adaption in den Wert insgesamt reinkommt, sprich je mehr Anleger in den Wert reinkommt, desto mehr lässt die Volatilität, die Schwankungsbreite im Markt nach und das Ganze gleicht sich logarithmisch irgendwann an. Und das sehen wir hier eben auch, dass unserer Meinung nach die Ausschläge auch im Bitcoin insgesamt irgendwann nicht mehr so stark sein werden, dass das Ding jedes Mal 20.000% nach oben geht, sondern das wird sich dann irgendwann mit 100-200% nach oben und vielleicht 50% nach unten begnügen und wir haben dann auch nicht mehr diese 90% Korrekturen. Aktuell sind wir hier, um das mal ranzuzoomen, in einem interessanten Bereich, der eigentlich langfristig gesehen, wenn wir hier drüben mal schauen, das war im April 2020 oder dann jetzt hier, Kaufkurse sind. Also wenn Sie hier ganz langfristig unterwegs sind, auf Sicht der nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre, dann befinden wir uns aktuell hier unter dem unteren Fibonacci-Band und es sind durchaus Kaufkurse. Das heißt nicht, dass es hier noch tiefer gehen kann, das ist ja auch unsere Erwartung, aber wir haben hier langfristig gesehen durchaus Kaufkurse und wir würden erwarten, dass wir beim nächsten Bullrun hier die rote Linie anfahren und das ist das Second Low Bull High, das aktuell bei $94.000 liegt, mit der Zeit natürlich aber auch immer weiter hoch wandert. Jetzt schauen wir uns hier noch, bevor wir zu unseren Charts gehen, den Bitcoin Logarithmic Growth Curve an. Das ist das, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Das ist die logarithmische Wachstumskurve, die eben mit der Zeit sehr volatil nach oben läuft und sich dann immer weiter abflacht. Auch hier konnten bisher alle großen Tops des Marktes genau auf der oberen Seite der logarithmischen Wachstumskurve abgefangen werden. Wir befinden uns hier ganz klar im unteren Drittel und wenn wir uns das mal anschauen und nachher mit unserer eigenen Prognose vergleichen, wir gehen ja davon aus, dass wir hier nochmal in den Bereich von ca. $28.000 bis $26.000 pro Bitcoin laufen werden. Jetzt zoomen wir hier mal ran, schauen uns die ganze Situation an. Wenn wir hier jetzt direkt runter droppen würden in den nächsten Tagen, dann hätten wir hier einen Bereich von circa 29.000. Ja, hier kann es auch immer wieder zu Übertreibungen kommen, wenn Sie mal auch schauen. Hier damals, Oktober 2020, da sind wir auch leicht unter diesem Bereich drunter gekommen. Das würde also ziemlich passen und koinzidieren mit unserer Prognose, dass wir hier nochmal einen stärkeren Abverkauf sehen. Hier dann unseren Boden aufbauen im Bereich der 28.000 bis $26.000, um von dort dann hochzudrehen. So, ich lasse mir das Rotkäppchen schmecken.
Jetzt gehen wir auf Bitcoin, US-Dollar, auf unsere Charts. Aktuell ganz klare Situation. Ich hatte das ja in den letzten Monaten immer gezeigt. Das hier, die blaue Box, ist unser langfristiger Chart. Ja? Entschuldigung, unser langfristiger Einstiegsbereich, unser langfristiger Zielbereich. Dieser beginnt auf dem 61,8er Fibonacci bei 27.473 bis zur Unterkante bei 17.253. Jetzt sagen Sie, das wird aber ein ziemlich breiter Zielbereich sein. Ja, wir könnten hier durchaus tief einstechen. Wir gehen aber primär mal davon aus, dass hier der Hauptbereich, der goldene Schnitt, das ist eben das 61,8er Fibonacci, bei 27.400 Dollar angelaufen werden. Wir dort eine Trendwende sehen, das heißt, die bullische Bewegung wird nunmehr nach ungefähr einem Jahr zu Ende sein. Wir sollten eine Trendwende sehen und von dort aus wieder einen Impuls bewegen nach oben. Ich zeige Ihnen das jetzt mal aktuell noch auf dem 4-Stunden-Chart. Auch hier konnten wir jetzt sehen, wenn wir uns das Ganze mal strukturell anschauen, wir kamen hier in der Welle 3 hoch, hatten die 4 bei 45.899, also knapp 49.000 Dollar getroffen. Kamen nochmal runter, hatten hier eigentlich gedacht, wir brechen jetzt unter die 34, brechen hier das Low, kommen dann weiter runter. Das ist nicht geschehen. Das ist das, was ich Ihnen vorher bei den Funding Rates gezeigt habe. Hier gerade in dem Bereich sind viele Trader short gegangen und gingen davon aus, dass genau dieser Bereich hier unterschritten wird und wir dann richtig runterbrechen und eben hier unser Primärszenario anlaufen. Das ist nicht passiert. Somit kam es zu einem Squeeze. Das können Sie hier sehr gut sehen. Deswegen diese langen Kerzen nach oben. Aber es hat sich auch hier wieder gezeigt, das ist kein nachhaltiger Ausbruch. Und das ist das, was wir hier sehen. Die 45.899 oder einfach mal rund gesagt 46.000 Dollar im Bitcoin, die halten bisher und wir sind wieder umgedreht. Wir gehen primär davon aus, dass wir nun in den nächsten Wochen hier eine Abwärtsbewegung sehen. Das ist unser Primärszenario, dass wir hier runterkommen und dann quasi in die blaue Box, die ich im vorigen Chart hier gezeigt habe, dass wir hier runterkommen. Dieser Bereich hier sollte dann als Boden dienen. Ich werde sogar vorher schon, und ich habe das auch in den letzten Wochen immer stückchenweise kaufen, das heißt, ich setze nicht darauf, dass genau hier unten der Bereich bei 26.000 angelaufen wird, ich da eine Limit-Order drin habe und wenn die nicht erreicht wird, dann habe ich halt Pech gehabt. Das ist ein Anfängerfehler, den viele machen, die dann nachher enttäuscht sind, weil halt die letzten 500 Dollar nicht erreicht wurden. Ich würde hier stückchenweise immer mit einem Fünftel oder einem Drittel des Kapitals, das Sie zur Verfügung haben, reingehen, damit einfach diese Positionen ausgelöst werden, falls eben ein Tiefpunkt doch nicht erreicht wird. So, jetzt schauen wir uns noch Ethereum an. Ethereum, ETH, US-Dollar auch auf dem 4-Stunden-Chart. Ganz simple Geschichte hier. Wir hatten hier die gleiche Situation, wenn Sie das sehen, die 3,4 hoch bei 3.412. Das ist der Widerstand nach oben, der gebrochen werden müsste, um hier weiteres Aufwärtspotenzial auszulösen. Wir kamen runter, hier gab es den Squeeze wieder nach oben, haben es trotzdem nicht geschafft, über die 3.400 Dollar weder nachhaltig noch überhaupt drüber zu kommen und driften hier gerade wieder nach unten. Unser Ziel nach wie vor 261,8er Fibonacci, das liegt bei 1861 Dollar. Dort gehen wir davon aus, dass sich auch hier eine Trendwende ergeben könnte, wir nach oben drehen und dann deutlich höhere Kurse, also im ersten Schritt über die 3412 gehen, im zweiten Schritt dann auch die 4865 erreichen könnten. Das ist dann natürlich auf Sicht der nächsten Monate. Ja. Auch hier haben Sie Geduld aktuell, ob es nun an den Aktienmärkten ist, wo viele in den roten Zahlen stehen, ich natürlich auch. Einfach Geduld haben jetzt. Ich würde hier nicht Schnellschüsse machen. Ich würde hier aktuell weder versuchen, auf Spekulation irgendwie zu verkaufen, um zu sagen, ich komme jetzt dann mit tieferen Kursen wieder rein, weil das wissen Sie nicht. Wir haben ein extrem nervöses Marktumfeld. Wir wissen nicht, was auf den Schlachtfeldern gerade passiert, was theoretisch die nächsten Sanktionen sind, was der eine oder andere Machthaber gerade entscheidet. Deswegen würde ich hier einfach meine Positionen halten und nichts machen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderschönen Sonntag. Machen Sie es gut. Danke.